So, Michael, jetzt haben wir ja das letzte Mal gesehen, das war ja mehr oder weniger Planungsphase und jetzt hast du schon den ersten Schritt gemacht, jetzt sind wir sowas wie in so einer Art Rohbau, Das ist richtig? der Rohbau quasi. Jetzt haben wir die Wände angelegt, also die Wände hier. Das sind Gipskartonwände, Okay. Vorsatzschalen und auch gleichzeitig schon die Decke. Das Besondere ist vielleicht hier in dem Fall alles entkoppelt. Und Nichts das machst du hier gedübelt. mit, ne? Das mache ich am Bodenprofil, mache ich mit diesem Silomerstreifen. Der ist 12,5 mm stark. Und den kleben wir auf den Boden an. Und damit es auch schön hält, schrauben wir es erstmal fest. Ganz wichtig, die Schrauben müssen hinterher wieder rausgedreht werden, sonst bringt das ganze Gummi nichts. Alles klar, das ist jetzt nur dafür da, Zum damit der Fixieren, Kleber fixiert wird. Dass, fixiert und dass man auch beim weiteren Arbeiten, wenn man mal dagegen haut, man merkt es ja nicht immer, dass der da Alles stehen klar. bleibt. Und hier ist jetzt eben, wie du das ja schon in der Planungsphase erklärt hast, Platz zwischen der Wand Die und freistehende dem Käfig Vorsatzschale. sozusagen. Hier haben wir eine doppelbeplankte Wand, von jeder Seite zweimal Gips. Auch bis oben fest, oben auch nur geklebt, nicht gedübelt und Trotzdem stabil. stabil. Und hier diese Vorsatzschalen, damit der Kasten hier auch stehen bleibt mit der Decke oben drauf, müssen wir die entkoppelt abfangen, so wie hier. Und dann kommt als Füllmaterial überall. Überall kommt er wirklich als Füllmaterial und wirklich dicht gestopft auch, dass man auch wirklich kein Loch drin hat. Das ergibt sich natürlich vor allen Dingen hier, habe ich schon mal vorgemacht, weil die Ständer sind jetzt schon fixiert, weil ich ja später nicht mehr dran komme. Habe ich in dem Fall vorher die Wolle schon reingemacht. Kommt der zweite Ständer daneben. Zwei Ständer deswegen, wenn wir jetzt normal, braucht man ja eine Wand mit einem Ständer nur. Wir machen jetzt zwei Ständer, damit die Wolle auch wirklich drin stehen bleibt, wo sie stehen bleiben soll, die Dämmung. Nicht sonst, wenn die nicht hier auch eingeführt wird, kann die nach hinten wegfallen, weil wir haben ja Luft dahinter. Wenn die hinten wegfällt, rutscht alles zusammen und wir haben die Wolle dann nicht so drin liegen, wie sie sein sollte. Und wenn du jetzt überall die Wolle drin hast, wie wird das denn verkleidet? Wird es hier überhaupt noch verkleidet Nein, oder nur noch nein, innen? nur noch von vorne zweimal. Was für Material? Hier nehmen wir zum Beispiel eine Knauf-Piano-Platte, eine Schallschutzplatte. Also es ist jetzt nicht nur Dekoration, sondern auch noch mal eine Schallschutz. Das ist eigentlich der Schallschutz. Ah, alles klar. Und diese Knauf-Piano-Platte ist schon schwerer als eine normale Bauplatte. Es gibt da sogar noch bessere Platten, aber es Budget hat eben. budgetbedingt. Alles klar. vielleicht auch mal darauf achten, wenn man die Ständer stellt. Hier sind entweder in dem Fall Bohrungen drin, oder es gibt da auf jeden Fall noch Vorstanzungen, dass der Elektriker einen Herd einfacher hat, falls da noch Kabel durchgezogen werden müssen. Aha, alles klar. Dass sie auf einer Höhe sind, dann hat man auch wirklich die Kontrolle, dass da die Kabel sind, wo auch die Löcher sind. So, Michael, jetzt wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist denn die nächste Phase? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, im Prinzip das Dämmmaterial drin haben, dann ist Also der Grund letzte Phase das mit dem Holz. mit dem Gipskarton. Gipskarton. Holz? Gipskarton, Naja, Entschuldigung. Ja, jetzt. Gipskarton. Gipskarton. Ja, dann wird beplankt. Decke, Wände. Am besten immer abwechselnd. Man kann mit der Decke einmal anfangen, die erste Lage. Also erst die Dämmung rein, ist klar, komplett Klar. Platte drunter. Und dann von der Wand die erste Lage, damit die sich da so zusammenstoßen. Ist dicht. Okay. Verspachteln alles. Das ist sehr wichtig. Auch die Lage, die man nicht sieht, muss vernünftig verspachtelt werden, sonst ist es vorbei mit dem Schallschutz. Und dann wieder zweite Lage auf der Decke drauf, zweite Lage rum und dann von außen natürlich auch. Ja, super, Ja. Michael. Wir sind gespannt, Ja, also geht eigentlich ganz wie es gut dann voran. klingt, beziehungsweise wie wenig es dann nach Wie außen wenig klingt. es nach außen klingt, das Das ist ist ja, erstmal das, das wichtig. ist ja dein Job hier, ne? Das ist Alles erstmal klar. mein Job hier. Super, Und dann vielen halt Dank. auch den Fußboden noch. Der kommt ja auch noch. Gut.